Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, eins muss ich mal kurz vorweg schicken. Meine Stimme ist heute nicht die beste. Ich hoffe, das wird sich noch ein bisschen ändern. Je mehr ich rede, ich befürchte allerdings nicht. Ich hoffe, dass ihr alles gut verstehen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, nachdem wir die Story im nördlichen L2 ja beendet hatten und festgestellt haben, dass wir niemanden hatten, der uns irgendwie hier rüberführt, habe ich mich jetzt hier nach Senshal begeben. Das ist die Hauptstadt vom südlichen L2. Und da finden wir hinter uns einen alten Bekannten. Hier starten wir die Hauptquest. Das ist übrigens direkt hier an dem Wegschrein von Senshal. Es ist schön, euch wiederzusehen, Entseelte. Ich weiß, wie viel ihr schon für Tamriel getan habt. Aber ich muss euch noch einmal um eure Hilfe ersuchen. Drachen verwüsten Elsweyr. Ich brauche euren Beistand, um diese üblen Bestien zurückzuschlagen. Wobei braucht ihr denn meine Hilfe? Ein Drache nistet auf einer Insel in der Nähe. Ich glaube, er hat vor, Senshal anzugreifen. Wir müssen die Kreatur töten, ehe sie zuschlagen kann. Leider gibt es kein Schiff in der Stadt, das uns zu einem Drachenhort fahren wird. Glaubt mir, ich habe jeden gefragt. Was ist also unser nächster Schritt? General Rhenmus, der Anführer der Streitkräfte von Senshal, könnte ein Schiff beschlagnahmen, um uns zur Insel zu bringen. Wir müssen ein Treffen mit dem General vereinbaren und ihn überzeugen, uns zu unterstützen. Was sagt ihr, Kriegerin? Werdet ihr mir helfen, diesen Drachen zu erschlagen? Ich werde euch helfen, die Drachenbelohnung abzuwenden. Bedrohung. Belohnung. Nun, sich mit einem kaiserlichen General zu treffen, ist leichter gesagt als getan. Allein das Einreichen der erforderlichen Formulare würde Tage dauern. Und der Drache, nach dem wir suchen, könnte die Stadt jeden Augenblick angreifen. Daher habe ich eine andere Möglichkeit gefunden. Um was geht es bei dieser anderen Möglichkeit? Um eure Hilfe und diese Handvoll Juwelen. Erst müsst ihr Rhenmus Schreiberin Nadama bestechen, damit wir einen Termin bekommen. Ihr werdet sie in der Taverne finden. Als nächstes sprecht er mit Darku am Stadtrand etwas südlich von hier. Er kann unsere Papiere fälschen. Sonst noch etwas? Ihr müsst auch das Eintreffen von Arniel Brank verzögern, der sich heute mit dem General treffen soll. Arniels Schiff hat im Hafen angelegt. Wenn ihr das Manifest seines Schiffs stehlt, wird ihn der Hafenmeister aufhalten. Das sollte uns genug Zeit geben, um mit dem General zu sprechen. Die Schreiberin bestechen, den Fälscher bezahlen und das Manifest stehlen. Verstanden. So Leki will, wird alles gut gehen und wir schaffen es zu unserem Treffen mit General Rhenmus. Trefft mich vor dem Palast, sobald ihr fertig seid. In der Zwischenzeit werde ich so viel über die anstehende Drachenjagd in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Erzählt mir mehr über die Lage in Senshal. Die umliegenden Städte wurden bereits von den Drachen verwüstet und infolgedessen strömen Flüchtlinge nach Senshal. Sie hoffen, die steinernen Mauern gebieten dem Zorn der Drachen Einhalt. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Drachen Senshal angreifen. Und ihr glaubt, der Drache auf dieser Insel wird derjenige sein, der angreift? Warum sonst sollte er sich so dicht bei der Stadt niederlassen? Ich glaube, der Drache verschafft sich einen Überblick über die Verteidigung von Senshal und bereitet sich auf den richtigen Moment zum Zuschlagen vor. Wir müssen ihn töten, bevor er die Chance dazu bekommt. Und ihr meint, General Rhenmus wird uns helfen? Das ist meine Hoffnung. Trotz aller Risiken besteht unsere beste Chance darin, diesen Drachen auf seiner Insel zu erschlagen, fern aller Unschuldigen in Senshal. Hoffen wir, der General folgt dieser Logik. Warum sich dem Kampf gegen Drachen verschreiben? Hat es nicht gereicht, Molag Bal entgegenzutreten? Soweit ich weiß, bin ich das letzte Mitglied der Drachengarde. Meine Ehre gebietet mir, die Traditionen meines Ordens hochzuhalten. Dies bedeutete einst, dem Kaiser zu dienen und das Kaiserreich zu beschützen. Jetzt muss ich meinen eigenen Pfad einschlagen. Also bereite ich mich jetzt auf die Jagd auf Drachen vor. Es gibt viele Wege, um Tamriel zu helfen. Warum zum Drachenjäger werden? Die alten Drachengardisten aus den Legenden taten beides. Sie verteidigten stolz das Reich und jagten Drachen. Ich kann nicht länger Kaiserwaren dienen, aber ich kann ihre Traditionen fortführen. Ich war sogar in der Lage, eines ihrer sagenumwobenen Drachenhörner zu finden. Das Horn von Yadari. Das Horn von Yadari? Ein uraltes Relikt, dessen Klang selbst den mächtigsten Drachen aus dem Himmel zwingen kann. Es liefert uns in der Schlacht einen großen Vorteil. Ich habe einen Drachen damit erschlagen. Und mit eurer Hilfe hoffe ich, noch viele weitere zu erschlagen.
Wie seid ihr auf den Plan gekommen, euch mit General Remmus zu treffen? Ihr werdet überrascht, was die Leute einem ehrwürdigen Herrn mit einem gepflegten Bart alles erzählen. Nehmt Nadama zum Beispiel. Ich habe gehört, dass sie schon seit Wochen nach einem Weg sucht, um Senschal zu verlassen. Ein paar Edelsteine würden gewiss dabei helfen, für ihre Überfahrt zu bezahlen. Und was ist mit unserem Fälscher Daku? Von diesem Angeber zu erfahren, war eine Leichtigkeit. Ich habe ihn in der Taverne behaupten hören, er könne jedes Dokument in Senschal fälschen. Zum entsprechenden Preis natürlich. Wollen wir mal sehen, ob er das nötige Können hat, um seine Prahlerei zu rechtfertigen. Und was ist mit Aniel Brank? Warum muss ich sein Schiffsmanifest stehlen? Alle Schiffe, die nach Senschal kommen, werden einer Frachtinspektion unterzogen. Es sei denn, sie können ein genehmigtes Schiffsmanifest vorweisen. Wenn es euch gelingt, Aniels Manifest zu stehlen, wird er stundenlang im Zoll festhängen. Das wird uns die Zeit verschaffen, mit dem General zu sprechen. Und ihr seid euch sicher, dass uns das dabei helfen wird, einen Termin beim General zu bekommen? Ja, so Leki will. Hätten wir die Zeit, würde ich über die offiziellen Kanäle gehen. Doch da so viel auf dem Spiel steht, können wir uns keine Verzögerung erlauben. Wir haben keine andere Wahl, als diese hinterlistigen Maßnahmen zu ergreifen. So kenne ich Sai gar nicht. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal, ich würde sagen, wir machen erstmal das hier vorne. Das ist relativ in der Nähe. Was mich gerade ein bisschen irritiert, aber das ist bestecht die Schreiberin. Okay, ja. Sind ja insgesamt drei Sachen. Fangen wir mal hiermit an. Freund, kommt, setzt euch rasch, ihr denkt davon und nascht und habt Spaß mit uns allen. Die Geschichte von Senschal, ein Überblick. Könnt ihr euch wieder gerne durchlesen? Der Typ lenkt mich ein bisschen ab hier im Hintergrund. Aber das ist auf jeden Fall ganz lustig. Lass mich nochmal gucken, Moment. Erst tiefer. Das ist jetzt der, den ich suche, der tiefer ist? Ja, ne? Ah ja, nee. Noch und eins unsere tiefer. Kinder, was ist mit denen? Ich weiß es nicht. Wir müssen es wissen. Es gibt keine Arbeit in Senschal. Wie sollen wir sie ernähren? Wir können nicht zurück nach Hause, Schatz. Uns ist nichts mehr geblieben. Ich weiß, ich habe Angst. Ich will nicht, dass die Kinder hungern. Das nenne ich mal einen Größenunterschied hier bei den Khajiit. So, des Spielers Kunst haben wir hier unten noch. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Aber wir sind hier nicht so ganz richtig, glaube ich. Basti geht einfach hier runter. Ja, ich folge ihm mal. Doch, wir sind doch richtig. Ha! Dankeschön, Basti. Könnt ihr nicht sehen, dass ich versuche, meine Sorgen zu ertränken? Das ist ein ausgesprochen heikler Vorgang, für den man keine Gesellschaft braucht. Ich muss heute General Remmus treffen. Heute? Oh, ihr seid sehr, sehr lustig. General Remmus' Zeitplan für heute ist voll. Wenn ihr ihn sehen wollt, füllt eure Formulare aus und reicht sie ein, wie alle anderen auch. Können euch ein paar Juwelen überzeugen, mich auf die Liste zu setzen? Ich habe ja nicht geahnt, dass ihr so großzügig seid, Wanderin. Ich schätze, euer Name kann der Liste doch hinzugefügt werden. Aber das ist alles, ja? Ihr werdet euch die richtigen Dokumente beschaffen und seinen bereits vereinbarten Termin behindern müssen. Ich verstehe. Hier sind eure Juwelen. Hab Dank für die großzügige Spende. Tragen wir aber doch Sorge dafür, dass dieser kleine Austausch unter uns bleibt, ja? Was ist euer nächster Schritt? Ich trinke noch aus und suche mir dann das nächste Schiff, das diese von den Monden verlassene Stadt hinter sich lässt. Als ob die Drachen nicht schon schlimm genug wären, werden diese ganzen Flüchtlinge Senschal kahl fressen. Ich verschwinde, bevor die Aufstände ausbrechen. Ja, gut, dann gehen wir wieder hoch. Und erstmal zur
Tür raus. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, hier nochmal eins höher. Es ist so weitläufig. Wir müssen sogar zwei höher, nicht nur eins höher. Und dann einmal raus. Ich würde dir gerne den ganzen Tag zuhören, aber ich glaube, beim Let's Play ist sowas nicht so gut. Sonst hört ihr den ganzen Tag nur noch das Lied, aber alles andere kriegen wir dann nicht mehr mit. Moment, der ist auf der anderen Seite, oder? Hier ist nicht der Durchgang. Hier. Der ist aber höher. Achso, da ist er, okay. Hätte ich doch reiten können. Aber Drasch spricht die Wahrheit. Die Drachen kämpften gegeneinander. Ihre Augen sind nicht mehr das, was sie einst waren, Großmutter. Diese weiß, was sie gesehen hat. Unser Dorf wurde nicht angegriffen. Es war ihnen nur im Weg. Aber warum sollten sie einander bekämpfen? Diese weiß es nicht, doch der Gedanke macht ihr Angst. Wenn die Drachen einander bekämpfen, fressen sie nicht uns. Klingt gut für diesen. Nichts davon klingt gut für diese. Nichts davon. Nun, wenigstens kann es nicht schlimmer werden. Sag das nicht. Aber wenn die Drachen sich gegenseitig bekämpfen, das wäre natürlich gut, ne? Das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Abschrieb, ab Titel, ab Gebot. Darko ist euer Retter in der Not. Verratet diesem, wofür braucht ihr den besten Fälscher in ganz Senschal? Ich brauche diplomatische Papiere, die mir und einem Freund Zugang zu General Renmus gewähren. Interessant, höchst interessant. Diplomatische Papiere. Ja, das würde reichen, damit ihr den glatt rasierten General sehen dürft. Natürlich müssen Darkos Fähigkeiten entsprechend seines Talents entschädigt werden. Dann hoffe ich mal, dass sein Talent groß ist. Werden diese Juwelen eure Ausgaben decken? Ah ja, diese Schönheiten reichen wunderbar aus. Hier, bitte sehr, diplomatische Papiere. Auf dem neuesten Stand und bereit zur Vorlage. Achtet nur darauf, dass ihr einen Termin habt, ja? Ihr könnt nicht einfach so ins Büro des Generals spazieren. Seid unbesorgt, ich habe einen Plan. So, gefälschte Papiere haben wir auch. Dann schauen wir mal eben, das ist am Ende. Das ist ja so ein bisschen verworren mit den ganzen Durchgängen. Mal eben schauen, muss ich da jetzt rechts rum? Da sind wir. Ah ne, wir müssen zum... Also theoretisch könnte ich auch zurück. Zurück und mich dann rechts halten. Moment. Dahin. Da ist der Ausgang nach ganz draußen, aber ich glaube, da kommen wir auch zum Hafen, ne? Nee, da glaube ich, darf ich nicht runterspringen. Ich meine, da war nämlich kein... Ja. Oh, ich dachte gerade hier genauso. Okay. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Und da bin ich irgendwie so blöd gelaufen und gesprungen auch noch, glaube ich. Dass ich dann, ich glaube, ich gestorben bin oder zumindest ziemlich viel Leben verloren habe. Basti, schau mal eben weg. Wir müssen das jetzt tun für die Quest. Jetzt sind wir bereit für euch. Endlich, ich dachte schon, ich komme nie von diesem Anleger weg. Ihr sagt, ihr hättet ein Schiffsmanifest. Dürfte dieser es einmal sehen? Ja, wenn es sein muss. Es liegt auf dieser Kiste. Na schön, das sollte nicht lange dauern. Stimmt etwas nicht? Treibt ihr Spielchen mit diesem? Auf dieser Kiste liegt kein Manifest. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich bin mir sicher, dass es da war. Muss dieser euch erinnern, dass alle Schiffe ohne genehmigtes Manifest den Vorschriften... Ich kenne das Gesetz, aber ich sage euch, das Manifest lag auf dieser Kiste. Wenn ihr es nicht vorzeigen könnt, müssen wir die Ladung inspizieren. Aber das könnte Stunden dauern. Ich habe eine Verabredung. Ja, es tut mir leid. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch hören konntet. Er hat seine Gilde erwähnt. Keine Ahnung, welche das ist. Aber soll uns auch egal sein. Wir haben das, was wir brauchen. So, Moment. Hier mussten wir noch hoch.
Und ich denke mal, er steht direkt vorm Palast. Können wir durch? Ja, da ist er doch schon. Konntet ihr ein Treffen mit General Remus vereinbaren? Das konnte ich. Alles ist bereit für unseren Termin. Dann müssen wir uns auf unsere erste Schlacht vorbereiten, meine Freundin. Eine Schlacht des Verstands. Denkt daran, dass wir General Remus davon überzeugen müssen, ein Schiff für uns abzukommandieren. Damit können wir zur Insel des Drachen segeln und die Bestie erschlagen. Was wisst ihr über den Drachen oder diese Insel? Nicht viel. Und bei dem, was ich weiß, bin ich mir nicht sicher, was es bedeutet. Ein Schiff ist vor kurzem direkt zur Insel des Drachen gesegelt. Es zeigte keine Banner und niemand in Senschal hat es erkannt. Es ist möglich, dass wir nicht die einzigen Drachenjäger im südlichen Elsweyr sind. Also könnten wir vielleicht Verbündete haben, die uns dabei helfen, den Drachen zur Strecke zu bringen? Ich will die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, aber ich gehe nicht davon aus. Soweit wir wissen, war das Schiff auf dem Weg zu einem anderen Ort. Oder es hatte etwas anderes auf der Insel zu tun, aber ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Gehen wir zu unserem Treffen. Na gut, sprechen wir mit General Remus. Halt! Nur offizielle Angelegenheiten. Wir haben eine Verabredung mit General Remus. Hier, unsere Papiere. Die scheinen in Ordnung zu sein. Alles klar. Ihr dürft hinein. Okay, vielen Dank. Der ist da hinten durch. Oh, sei, blockier mich doch nicht immer. Hauptmann Saisahan beehrt mich nicht jeden Tag in meiner Amtsstube. Seid gegrüßt, General. Ich bin hier, um ein Schiff für die Jagd auf einen Drachen in der Nähe zu erbitten. Einen Drachen jagen? Und das von jemandem, der nicht einmal unseren Kaiser beschützen konnte? Vielleicht solltet ihr mit meiner Begleitung sprechen. Sie weiß genaueres über uns. Ihr zählt also zu den Gefährten des berüchtigten Hauptmanns Saisahan. Obwohl ich schätze, dass dieser Titel in Anbetracht des derzeitigen Zustands von Cyrodiil nicht mehr viel zu bedeuten hat. Wohlan denn. Habt ihr vor, mir mitzuteilen, wie ihr plant, diesen Drachen zu erschlagen? Wir haben vor, zu einer Insel in der Nähe zu reisen und den Drachen zu jagen. Deshalb brauchen wir ein Schiff. Eine bewundernswerte Unternehmung. Das muss ich schon sagen, auch wenn sie töricht ist. Leider habe ich weder Schiff noch Mannschaft, die ich euch leihen könnte. Die Stadt ist gerade schon chaotisch genug und ich kann es mir nicht leisten, meine Ressourcen zu sehr auszudünnen. Ihr müsst es uns versuchen lassen. Dieser Drache könnte Senschal jeden Moment angreifen. Was genau der Grund ist, warum ich eurer Bitte nicht nachgeben kann. Wenn ein Drache Senschal angreift, brauche ich alle Soldaten und Schiffe unter meinem Befehl hier, um die Stadt zu verteidigen. Es tut mir leid. Euer Unterfangen ist lobenswert, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich verstehe. Wir werden woanders ein Schiff suchen. Vielen Dank für eure Zeit, General. Kommt, meine Freundin, wir reden draußen. Machen wir. Okay, sei es, wäre aber gut, wenn du mir mal aus dem Weg gehen würdest, damit ich schon mal raus kann. Die laufen halt immer so langsam. Ich habe gerade gesehen, da hinten war noch ein Buch. Sauerei, Sauerei. Aber wir kommen ja noch mal öfter hier in den Palast rein. Seht an, wir haben einen Gast. Ich glaube, ich kenne jemanden, der euch helfen kann. Hallo, ich bin Aelia Remus, die Tochter von General Remus. Vor meinem Vater konnte ich nicht offen sprechen, doch ich kenne da vielleicht jemanden, der euch helfen kann, auf diese Insel zu kommen. Doch verratet mir eines. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt einen Drachen erschlagen? Ja, ich denke, das kann ich tun. Dann will ich helfen. Oder euch zumindest zu jemandem schicken, der euch helfen kann. Ihr solltet mit Saji sprechen, dem Kapitän der Perfekter Sprung. Er mag ein Schmuggler sein, aber Senschal liegt ihm am Herzen. Und er ist mein Freund. Er kann euch auf diese Insel bringen. Also hat sich die Tochter des Generals mit einem Schmuggler angefreundet? Ich weiß. Meinem Vater wäre das sicher nicht recht. Aber dann wiederum war ihm noch keiner meiner Freunde recht, seitdem wir in Senschal sind. Nicht, dass die Ablehnung meines Vaters auch nur den geringsten Einfluss auf dieses Gespräch hat. Wo kann ich Saji finden?
Er treibt sich zusammen mit seinem ersten Mat Kaska am Rand der Stadt herum. Sucht einfach nach einem Dagirat und einer Senchirat, die miteinander streiten. Man kann sie kaum übersehen. Oh, und sagt ihnen, dass Aelia euch schickt. Das stimmt, die kann man wirklich kaum übersehen. Vielen Dank. Ich werde herausfinden, ob Saji bereit wäre, uns zu helfen. Ich sollte in den Palast zurückkehren. Viel Glück. Dankeschön. So, ich habe noch keine Ahnung, wo das jetzt... Achso, auf der anderen Seite. Da müssten wir... hier links raus und quasi außen rum. Dann kommen wir, glaube ich, direkt da aus. Oh, halt. Sei. Sorry. Mal sehen, ob dieser Saji so ehrbar ist, wie die junge Aelia glaubt. Wollt ihr mich auf dem Weg dorthin begleiten? Es gibt vieles, was ich euch über Senshal erzählen könnte. Falls nicht, können wir uns auch in den Außenbezirken der Stadt treffen. Ja, da das ein Let's Play ist, würde ich sagen, ich würde gern mehr über Senshal erfahren. Gehen wir ein paar Schritte zusammen. Gut, folgt mir. Geht voran. Ja, jetzt läuft er, oder was? Wohin sei? Ich laufe immer noch schneller als du, das ist das Problem. Komm, sei. Wohin? Senshal ist voller Leute, die vor den jüngsten Drachenangriffen geflohen sind. Sie haben Heim und Hof verloren. Obwohl man sich alle Mühe gibt, gehen die meisten hungrig ins Bett. Ich liebe dieses Panflötenspiel, ne? Die Statue sieht mal cool Viele aus. Viele haben diese hoffnungslosen Seelen schon ausgenutzt. Diebe und Halsabschneider stehlen alles von Wert, was sie dabei haben. Während die Flüchtlinge darben, fressen sich die Verbrecher die Bäuche dick. Während die Drachen dieses Land verwüsten, leiden diese Leute. Deshalb müssen wir kämpfen. Nicht für Ruhm und Anerkennung, sondern für die Unschuldigen von Elsweyr, die sich nicht wehren können. Einfach ein neues Schiff kaufen. Kaska, das schmerzt, Saji. Das tut es wirklich. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Könnt ihr denn nicht sehen, dass Saji trauert? Er hat alles verloren. Seine Heimat, sein Herz, seine große und einzige Liebe. Oh, wie soll er jetzt nur weitermachen? Ihr habt eure Herzensdame verloren? Wer war sie? Die perfekte Sprung. Das beste Schiff, das je die Topalbucht befuhr. Jemand hat sie gestohlen, während wir schlummerten. Ein herzloser Schurke. Ein Dieb ohne Ehre. Ein Mitglied von Sajis eigener Mannschaft. Da ist er sich sicher, Narthise Meris. Möge er tausende salzige Schnitte erleiden. Wisst ihr, wo euer Schiff sein könnte? Nein, aber Narthise weiß das. Und Saji weiß, wo wir ihn in den Ruinen von Südwacht finden können. Die Sprung braucht Proviant, ehe sie in See stechen kann. Und dort wird Narthise ihn bekommen. Doch warum bietet ihr überhaupt eure Hilfe an, Wanderin? Aelia sagte, dass ihr uns zu einer Insel in der Nähe segeln könnt, damit wir einen Drachen erschlagen können. Aelia hat euch geschickt? Dann müsst ihr eine Wanderin von Ehre sein. Und dieser muss gestehen, dass Drachentöten ziemlich heldenhaft klingt. Sehr gut, wir sind im Geschäft. Wenn ihr Saji helft, sein Schiff zurückzubekommen, wird er euch zu dieser Insel bringen. Was ist unser erster Schritt? Wir müssen uns zu den Ruinen von Südwacht aufmachen und nach Narthise suchen. Das ist eine Art Küstenstadt gleich südlich von Senshal. Mit etwas Überredungskunst sollte dieser krallenlose Dunkelelf uns sagen, wo sich die perfekte Sprung befindet. Dann stehlen wir sie uns zurück. Warum meint ihr, dass Narthise euer Schiff gestohlen hat? Er ist das neueste Mitglied von Sajis Mannschaft. Er kam erst vor ein paar Wochen an Bord. Und dann, heute Morgen, als die perfekte Sprung gestohlen wird, verschwindet er.
Das ist mehr als ein Zufall, denkt dieser. Und ihr glaubt, dass er in den Ruinen von Südwacht ist? Sajis Blut mag kochen, aber sein Geist ist so scharf wie seine Klinge. Wir sind wegen Proviant nach Senschal gekommen und es ist unwahrscheinlich, dass Narzisse sich weit raus aufs Meer traut, ohne vorher aufgestockt zu haben. Das heißt, dass er sich mit den Vagabunden in den Ruinen von Südwacht herumschlagen muss. Erzählt mir mehr über die Ruinen von Südwacht. Es war mal eine Feste, doch wie der Name andeutet, hat sie schon bessere Zeiten gesehen. Piraten und Briganten haben dort ihr Zuhause. Sie halten nichts von Außenseitern. Könnt ihr mir mehr über euch selbst und eure Mannschaft erzählen? Ah, und so kommen wir endlich zu einem von Sajis Lieblingsgesprächsthemen. Die perfekte Sprung ist die Heimat der schicksten Profiteure auf dieser Seite der Topalbucht. Sie wird befehligt von einem verboten gut aussehenden Khajiit, der schon in jungen Jahren sein Glück suchte. Dieser Kapitän seid ihr? In der Tat. Es gibt keinen Schatz, der zu gut versteckt, kein Abenteuer, das zu gefährlich und keinen Ruhm, der zu groß für Saji und seine treue Mannschaft wäre. Gefahr? Ha! Dieser kennt das Wort nicht einmal. Nun, ihr habt eingewilligt, uns zum Drachenhort auf der Insel zu fahren. In solchen Situationen neigt Saji dazu, sich auf seinen wohlgeformten Bauch zu verlassen. Und sein Bauch sagt ihm, dass dieser Drache irgendwann zum Problem für Senschal werden wird. Er wird also jenen helfen, die tapfer genug sind, die Bestie zur Strecke zu bringen. Gleich nachdem wir die Sprung gefunden haben, natürlich. Was könnt ihr mir über Casca erzählen? Casca? Also sie ist natürlich der erste Mat auf der Sprung. Nehmt ihre Manieren nicht persönlich, Wanderin. Sie ist eine Khajiit, die nur wenig spricht und noch weniger Geduld zeigt. Daher würde dieser dazu raten, sich lieber gut mit ihr zu stellen, ja? Ja, das kann ich bestätigen. Was geschieht, wenn ich mich mit ihr anlege? Nun, den Beinamen die Unbezwungene verdient man sich nicht, ohne ein paar Leuten den Kopf abzubeißen. Stellt euer Glück lieber nicht auf die Probe, Wanderin. Okay, wo? Ach, da hinten. Geht zu den Ruinen. Die sind da unten. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.